Aschaffenburg, ein Podcast aus dem Medienhaus Mein Echo. Herzlich willkommen zu Mein Aschaffenburg, dem Podcast aus dem Medienhaus Mein Echo, der sich der kulturellen Vielfalt, die Aschaffenburg zu bieten hat, genauso widmet wie dem Genuss, der vielerorts großgeschrieben wird. Auch werden wir Personen treffen, die Aschaffenburg so lebenswert und einzigartig machen. Mein Name ist Nina Mählis und für Anregungen, Vorschläge, Fragen oder Wünsche freue ich mich über eine Mail an podcast@mein-echo.de. Für diese Folge habe ich mich auf die Suche nach dem Glück im Glas begeben. Fündig geworden bin ich bei Katrin Ort und ihrem rebenumrankten Paradies am Fuß des Aschaffenburger Godelsbergs. Sie ist Winzerin und betreibt mit ihrer Familie die Urbani-Hacker. Wer, wenn nicht sie, kann mir also beantworten, ob der Nordbayer, gemeinhin aufgewachsen zwischen Maßkrug und Bembel, überhaupt einen Sinn für Genuss hat? Hallo, meine liebe Katrin. Wir müssen reden über guten Wein, über das, was am Stiftswerk so vor sich geht und vor allem über deinen Familienbetrieb. Wir sind jetzt hier im Herbst angekommen, das bedeutet aber für euch auch Arbeit hier im Weinberg, richtig? Ja, natürlich. Der Herbst bedeutet ja, dass die Ernte näher rückt, das Weinjahr in Richtung Ende neigt. Und ich freue mich jetzt, dass es wirklich heute so ein ganz besonders schöner Tag ist und wir so richtig schön hier gerade im Weinberg sitzen, zwischen den Reben. Wie viele Leute helfen dir bei der Lese? Oh ja, die Weinlese, das ist eigentlich so einer meiner Lieblingstage im ganzen Jahr, weil es eben darum geht, so auch die Ernte einzubringen. Das ist ja eigentlich so ein geflügeltes Wort, was in mehreren Bereichen verwendet wird. Aber tatsächlich bedeutet es ja, dass man gearbeitet hat, gemacht hat, ausprobiert hat. Und dann ist eben der Tag gekommen, an dem man die Ernte einfährt. Das heißt, man erntet die Früchte seiner Arbeit. Wir machen die Weinernte immer mit Freunden, Bekannten, mit Gästen zusammen. Es gibt allerdings jetzt auch schon so ein bisschen so eine Crew von Leuten, die gerne jedes Jahr auch wieder mitmachen. Wir treffen uns morgens, gehen dann eben in den Weinberg, schneiden die Trauben ab. Das Gute ist dadurch, dass wir so viele Helfer haben, also wir sind immer so um die 30 Personen, können wir natürlich super, super sorgfältig mit dem Lesegut umgehen, weil inzwischen den Trauben sind natürlich auch manche, die sind vielleicht von der Maus angenagt oder irgendwie nicht so ganz so schön mehr. Und also bei uns werden die Trauben tatsächlich einzeln handverlesen, was sehr gut ist für die Qualität dann wieder vom Wein, weil dann nicht gefiltert werden muss. Das heißt, ihr seid hier auch ohne maschinellen Einsatz unterwegs? Genau. Also wir können hier gar nicht mit irgendwelchen Gerät rein in den Weinberg. Durch die Terrassierung ist das unmöglich. Sondern hier bei uns im Weinberg ist tatsächlich alles Handarbeit. Und das ist auch eigentlich das Schöne daran. Also das ist auch das Schöne daran, dass es unsere Lage ja doch relativ übersichtlich ist. Also wir haben ja einen halben Hektar hier am Godelsberg. Welchen Weg nehmen denn dann die Trauben, wenn sie dann hier geerntet wurden? Also die Trauben, wenn die hier geerntet wurden sind, dann fahren die nach Miltenberg zum Joachim Kempf, der sich dann darum kümmert und aus den Trauben eben dann die Godelsberger Weine herstellt. Also wir haben ja drei Sorten Wein hier. Wir haben einmal den Bacchus, den du ja auch kennst. Dann haben wir den Müller-Thurgau, den du ja auch kennst. Und dann haben wir unten in unserem Weinkeller liegen die Jungfernlese vom Pinotin. Das ist dieser kleine Streifen an der Seite, wo wir auch gerade eben hochgelaufen sind. Den haben wir, mein Bruder und ich und mein Vater hat natürlich auch mitgeholfen. Alle haben wieder mitgeholfen. Da haben wir vor 3-4 Jahren angepflanzt. Und ja, und jetzt ist quasi diese Jungfernlese liegt unten im Keller und reift noch so ein bisschen in der Flasche nach. Mhm. Wir haben natürlich schon mal probiert. Und ja, zu welchem Ergebnis gekommen? Sind zum Ergebnis gekommen, dass es eine auf jeden Fall grandiose Idee war, diese Pinotin anzupflanzen. Rotwein, eine Rotweinsorte ja im Gegensatz zu den anderen beiden? Genau, eine Rotweinsorte im Gegensatz zu den anderen beiden. Ich fand den Namen Pinotin eigentlich erst so ein bisschen medizinisch? Apothekerisch, ja. Es war aber damals quasi und ist es auch jetzt noch das Neueste vom Neuesten an Reben.
Rebsorte dem Klimawandel angepasst, also der Trockenheit angepasst. Das ist eine sogenannte Piwi-Sorte, also eine pilzresistente Sorte. Und das ist eigentlich auch das Spannende am Thema Wein oder das Schöne am Thema Wein, dass es auf der einen Seite eine Sache ist, so mit so ganz viel Tradition und mit ganz viel, also jahrhundertelang Wissen, was immer weiter voranentwickelt wird und eben auch in die Richtung, dass halt sehr viel geforscht wird, ausprobiert wird, gemacht wird. Und wie wir diese Pinotinreben angepflanzt haben, waren die noch im Testlauf, also wurden quasi noch getestet, waren noch gar keine richtig zugelassene Weinsorte. Es hat sich allerdings schon abgezeichnet, dass es zugelassen werden wird. Und wir haben eigentlich so einen Testweinberg gemacht. Inzwischen ist es offiziell auch eine offizielle Rebsorte und offiziell im Rebsortenregister mit drinne. Und wir sind ja vorhin dran vorbeigelaufen und wenn du jetzt mal vergleichst, die Bacchustrauben, die jetzt hier direkt bei uns vor der Nase sind, wie die aufgebaut sind, also wir stellen uns jetzt mal vor, wir wären im Obstgeschäft, ja, und es würden verschiedene Trauben vor uns liegen, dann hätten wir jetzt hier bei dieser Bacchustraube, hätten wir halt eine helle Traube mit relativ kleinen Trauben, also oder mittelgroß, aber halb so groß wie diese normalen Esstrauben, sage ich jetzt mal. Und diese Bündel, an denen die Trauben sind, sind sehr dicht. Ne? Stimmt. Genau. Und diese Pinotintrauben, wo wir vorhin gelaufen sind, die sind eben natürlich, also einmal sind sie rot, das ist jetzt mal der Unterschied, der am meisten ins Auge fällt, aber die sind sehr lockerbärig. Also das bedeutet, man kann zu jeder Zeit durch diese Traubenbündel durchgucken. Das wiederum bedeutet, dass zu jeder Zeit natürlich Licht und Luft und Sonne da dran kann. Und dadurch sich weniger Pilzanfälligkeiten wahrscheinlich auch bilden. Ja, und dadurch natürlich, die immer trocken und sonnenbeschienen und luftumweht sind und deswegen natürlich wesentlich weniger anfällig für irgendwelche Schmodderkrankheiten, Pilzbefall, wie du eben schon gesagt hast. Ne? Das ist auch ein gutes Stichwort, Innovation. Es ist eben nicht so, dass ein Winzer, auch wenn der Beruf eine lange Tradition hat, sich einfach auf Altbewährtes parken kann, sondern dass ein Winzer auch immer gefragt ist, sich zu wandeln und seinen Weinberg und seine Reben den aktuellen Begebenheiten anzupassen. Ja, das ist insgesamt bei der Landwirtschaft ja so. Ne? Also wenn wir uns jetzt hier in Aschaffenburg umgucken, gibt es ja sehr wenige landwirtschaftliche Betriebe noch. Und die landwirtschaftlichen Betriebe, die es gibt, haben die Produktion ihrer Produkte, die sogenannte Urproduktion, ja gepaart mit Dienstleistungen, also mit Vermarktung der Produkte direkt. Und das ist, glaube ich, insgesamt die Herausforderung von Leuten, die in der sogenannten Urproduktion sich bewegen, dass man sich halt gleichzeitig überlegt, also wie bringe ich dieses Produkt jetzt eigentlich an den Mann? Weil wir könnten unseren Weinberg jetzt nicht betreiben, wenn wir unseren Wein, ich sag's jetzt mal, bei irgendeinem Discounter im Regal stehen hätten, sondern wir können unseren kleinen Weinberg ja dadurch betreiben, dass wir eben hier den direkt vor Ort in der Urbani Hecker eben anbieten, weil wieder Thema Handarbeit, wieder Thema kleine Lage, das sonst anders nicht zu bewerkstelligen ist. Also das ist insgesamt die Aufgabe von kleinen Landwirtschaften, in diese Dienstleistungsgeschichte eigentlich mit reinzugehen oder zu sagen, ich habe hier so ein bisschen was wie bei Michel von Lönneberger oder ich habe hier einen schönen Bauernhof, meine Kühe laufen draußen rum und sind nicht irgendwelche Milchmaschinen, ja, und vermarkte das aber auch und kann mir dadurch aber eigentlich auch diesen Luxus erlauben, anders umzugehen mit den Sachen. Das heißt, man ist als Winzerin heutzutage nicht mehr die Landwirtin alleine, sondern fast schon eine Marketingfachfrau. Ja, im Endeffekt schon. Also ich glaube schon, dass es, also gerade in Franken, die Frankenweine sind ja bekannt als die besten Weine der Welt, sage ich jetzt mal ganz bescheiden. Das hat damit zu tun mit den Steillagen, auf denen der Wein angebaut wird, mit dem terrassierten Gelände. Also hier ist es ja anders als jetzt zum Beispiel in der Pfalz, wo der Wein auf großen Äckern wächst. Hier diese Steillagen erfordern eben Handarbeit. Wenn ich jetzt ein großes Feld habe, Wein auch natürlich am Hang dran, ne? Aber quasi ein Gelände, das mehrere Hektar groß ist, durch das ich mit dem Vollernter durchfahren kann, durch das ich mit einfach an sich mit schwerem Gerät durchfahren kann, ist es natürlich eine komplett andere Sache als jetzt diese fränkischen Lagen, die terrassierte Lagen sind, die eben zu Fuß
zugänglich sind. Zum Beispiel auch welche, ich liebe ja da unten die Gegend auch, den Großheubacher Bischofsberg, wo unsere Urbani-Weine auch herkommen und so weiter. Diese ganzen Geschichten, die da am Mainufer entlang sind, das sind alles Sachen, wo nicht mit großem, schweren Gerät reingefahren werden kann. Weil du gerade Urbani-Weine ansprichst. Das ist ganz lustig, weil es gibt immer ganz viele verschiedene Deutungen, was jetzt der Name Urbani eigentlich bedeutet. Also viele Leute denken, die Urbani-Hacker heißt deswegen Urbani-Hacker, weil es eine innerstädtische Hacker ist. Ich tippe eher auf den St. Urban. Ja, genau. Ich finde aber die andere Deutung auch schön, vor allem in dem Zusammenhang, dass ich ja mir das so ein bisschen so wünsche und das ja auch sich jetzt auch sehr schön schon so entwickelt hat, dass die Aschaffenburger die Urbani-Hacker eigentlich als innerstädtisches Wanderziel wahrnehmen, als so ein innerstädtisches Ausflugsziel, wo man eben hinfahren kann. Wir haben ja da unten die Bushaltestelle Kippenburg. Also dieses Urban von innerstädtisch finde ich eigentlich eine sehr schöne Komponente und fühle mich damit auch sehr wohl, aber tatsächlich geht es um den heiligen Urban. Ja, der heilige Urban ist der Schutzheilige der Winzer, der hier auf diesem historischen Weinbergsgelände, auf dem wir uns ja befinden, eine große Rolle gespielt hat. Also alle Leute, die hier hochwandern, zum Beispiel von uns aus der Stadt heraus, wandern tatsächlich auf dem alten Prozessionsweg, auf dem früher die St. Urban-Prozession immer stattgefunden hat. Damals, als Aschaffenburg noch eine Weinstadt war, also so bis vor 150 Jahren circa. Es gibt da auch noch diesen St. Urban-Bildstock, der diesen ehemaligen Pilgerweg flankiert. Eigentlich durch die Recherche von der Frau Monika Schmidtner weiß ich auch, dass es tatsächlich über 60 Winzer früher gab im Stadtgebiet in Aschaffenburg und diese Winzer eben am 25. Mai jedes Jahr hier hochgepilgert sind auf den Godelsberg, um den heiligen Urban um ein gutes Weinjahr zu bitten. Und dieser 25. Mai ist auch im Weinjahr ein wichtiges Datum, wo man sagt, bis zum 25. Mai sollten die Trauben schon so und so entwickelt sein, die Blüte sollte abgeschlossen sein und so weiter und so fort. Ja. Der 25. Mai war auch früher ja ein wichtiges Datum für dich. Die erste Hacker, die hier stattgefunden hat, war tatsächlich ein verlängertes Wochenende lang, um den 25. Mai rum. Das war eben auch so, dass wir diese Hackerwirtschaft machen wollten. Also meine Großeltern kommen aus Aschaffenburg. Ich bin selber in Darmstadt aufgewachsen, war aber ganz viel immer hier in Aschaffenburg, war immer ganz viel hier im Weinberg. Diese Weinernte und der Weinberg, das war so ganz zentral für mich und meinen Bruder und auch für alle immer als Dreh- und Angelpunkt irgendwie. Aber ich war lange in Norddeutschland, habe da studiert und da auch gearbeitet. Und wie ich wieder hier zurückgekommen bin, um mich um den Weinberg zu kümmern, war es natürlich dann die Frage, ja, wann können wir denn jetzt dieses Fest oder Hackerwirtschaft machen? Ich kannte dieses Hackerwirtschaft-Konzept überhaupt nicht, war dann völlig begeistert, wie ich das gesehen habe. Ich war mit meinem Vater damals auch in Erlenbach bei der Hackerwirtschaft und habe mir gedacht, was machen die hier, was ist hier los? Das müssen wir unbedingt auch machen, das ist ja total toll. So können wir den Weinberg erhalten, weil es ging damals darum, eigentlich einen Dreh zu finden oder eine Möglichkeit zu finden, wie können wir jetzt diesen Weinberg erhalten? Und mir war das nicht so klar, weil ich auch mit Verkaufen, also ich bin studierte Künstlerin, habe jetzt mit so Verkaufen und sowas jetzt nicht so wahnsinnig viel am Hut gehabt. Also ich bin jetzt in klassischen Sinne keine Verkäuferin oder Vertrieblerin oder irgendwas, habe aber sehr viel auf großen Musikveranstaltungen gearbeitet und habe dann eigentlich durch diesen Besuch auf einer Hackerwirtschaft die Idee bekommen, so kann es funktionieren, so können wir unseren Weinberg erhalten. Das ist super, das ist toll. Ich fand das total schön, die Idee eben kleine kleine Speisen zu machen, dazu die eigenen Weine auszuschenken, unkompliziert, irgendwie total, ja, weiß gar nicht das richtige Wort, urig, romantisch, aber irgendwie auch so modern und klassisch gleichzeitig. Also ich war völlig begeistert von dieser Hackerwirtschaft, wo wir waren und habe beschlossen, das ist der Weg, den wir auch gehen werden. Aber einen ganz großen Einschnitt gab es dann nochmal 2017. Ja, wir hatten ja unsere Hackerwirtschaft dann von 2005 beginnend mit dem einen Wochenende. Das hat sich dann auf 2-3 Wochenenden ausgedehnt, einfach wegen dem Wetter. Weil wir sind ja heute jetzt auch noch die einzigste Freiluftgaststätte in Aschaffenburg. Die einzigste tatsächliche Freiluftgaststätte, sonst gibt es in Aschaffenburg keine. Das heißt, alles findet unter freiem Himmel statt. Das heißt, das Wetter muss passen, sonst fällt es
einfach ins Wasser, was natürlich sehr schade ist, wenn man Vorbereitungen gemacht hat und so weiter und so fort. Deswegen war mir das zu unsicher, das nur an einem Wochenende zu veranstalten. 2005, das weiß ich noch, ich habe so gezittert irgendwie, machen wir jetzt diese ganze Arbeit, diese ganze Vorbereitung von allem beginnend. Wir haben uns ja damals alles gemietet, was wir benutzt haben. Wir hatten ja gar nichts Eigenes. Wir hatten keine eigene Biergarnituren, wir hatten keine eigenen Sonnenschirme, wir hatten keine eigenen Kühlschränke. Also alles musste gemietet werden. Und meine große Angst war dann, es hat mir wirklich schlaflose Nächte bereitet, was ist, wenn das komplett ins Wasser fällt? Und um einfach diese Unsicherheit nicht zu haben und um irgendwie gut schlafen zu können, obwohl man irgendwie in der Planung dieser Hackerwirtschaft sich befindet, habe ich dann beschlossen, es muss einfach, der Zeitrahmen muss erweitert werden, dass selbst wenn es teilweise ins Wasser fällt, eben nicht komplett ins Wasser fallen kann. Es wurde ein Funktionsgebäude, so nennst du das Gebäude, gleich am Eingang gebaut. Also wir haben von 2005 bis einschließlich 2016 die Hackerwirtschaft tatsächlich so durchgeführt mit gemieteten Kühlschränken, mit dies und das und alles. Und da hatten ja auch, viele können sich da vielleicht noch daran erinnern, immer unseren wunderbaren Klowagen unten an der Bushaltestelle. Also ein echter Event, irgendwie die Toilette zu benutzen. Man musste immer runterlaufen zur Bushaltestelle Kippenburg, weil da der nächste Kanalanschluss war. Wir hatten hier auf dem Grundstück eine dreistufige Kläranlage. Der Stein ins Rollen hat eigentlich gebracht, diese wirklich Initiative von der Stadt Aschaffenburg, die ich unheimlich toll finde und unheimlich schön finde, wo ja auch immer noch dran gebaut wird, was aber langsam wird das Konzept also auch sichtbar. Es hat auch ein paar Jahre gedauert für die Stadt, jetzt das tatsächlich umzusetzen. Also man sieht es jetzt unten an der Großmutterwiese, wird ja das ganze Wasser quasi überirdisch jetzt gelegt. Das ist natürlich auch wegen Klimawandel und wegen tausend Sachen ist es natürlich total schön, dass das so gemacht wird. Das bedeutet allerdings, dass dieser Kanalanschluss, wo wir früher unseren Klowagen dran angeschlossen haben, jetzt kein Kanal mehr ist, sondern ein Oberflächenwassersammler. Und genau dieses Wasser, was hier gesammelt wird, eben dann an der Großmutterwiese wieder auftaucht. Das heißt, dass die Stadt Aschaffenburg uns 2016 mich angesprochen hat, hat gesagt, ja, also liebe Frau Ort, Sie können jetzt dieses Jahr nochmal Ihren Klowagen anschließen, aber dann muss eine andere Lösung gefunden werden, weil wie gesagt, wie die ganzen Abwässer vom Klinikum, zum Beispiel auch das Abwasser und sowas, es wird alles den Berg hinab nach Goldbach umgeleitet und das ganze Wasser, was jetzt hier ist, Oberflächensammler, kommt dann auf der Großmutterwiese und in der Fasanerie und so weiter wieder zutage, ne? Und dann haben wir uns erkundigt und haben herausgefunden, wir müssen eigentlich einen 305 Meter langen Kanal bauen oder Rohr bauen, vielmehr, wenn wir hier weiter eine Hackerwirtschaft machen wollen, weil natürlich gehört dazu, dass wenn Leute uns besuchen, dass sie eben auch die Möglichkeit haben, eine Toilette zu benutzen, beziehungsweise überhaupt die ganzen Abwässer, die anfallen müssen, irgendwo hin. Und in dem Moment hat sich eigentlich die Frage gestellt, waren es jetzt einfach ein paar sehr schöne Jahre, die wir hier hatten? Also ist es jetzt einfach vorbei? War es eine schöne Zeit und ist vorbei? Oder professionalisieren wir uns? Wir haben uns dann dafür entschlossen zu sagen, nein, also wir wollen das nicht Vergangenheit werden lassen, sondern wir wollen das weiter am Leben erhalten. Dafür müssen wir aber natürlich jetzt einfach auch Geld in die Hand nehmen. So haben wir dann ja dieses Konzept entwickelt, eigentlich von der Urbani Hacker, wie es die jetzt seit 2017 gibt. Und sind da auch total glücklich damit. Aber nichts dran geändert hat sich, dass es ein Familienbetrieb ist. Das heißt, du kannst nach wie vor auf viele helfende Hände zählen? Naja, es hat sich schon, es war auch so, dass es auch damals eine Rolle gespielt hat. Ja, Familienbetrieb ist richtig, ja. Allerdings haben wir die ersten Hackerwirtschaften auch mit Leuten gemacht, die jetzt leider nicht mehr da sind. Dafür kommen jetzt die jungen Leute wieder. Also ich glaube, das ist auch vielleicht so ein bisschen das Schöne am Familienbetrieb, dass es immer weiter wächst. Die nächste Generation wächst da rein. Und gerade gestern haben wir irgendwie auch ein bisschen geredet und ein bisschen Spaß gemacht. Und ich habe erzählt, dass meine Tochter, die jetzt 14 ist, bevor sie Auto sagen konnte, Seko, Prosecco sagen konnte. Das ist ein Statement. Ja, und
ich wurde dann ganz erschreckt gefragt, ja, was hat die Kindergärtnerin dazu gesagt? Die haben gesagt, nein, wir haben den ja nicht getrunken, wir haben den verkauft. Also wir haben natürlich auch mal ein Prosecco getrunken, aber sie kannte das nicht, weil wir dauernd Prosecco getrunken haben, schon zum Frühstück, sondern weil es halt unsere erste Handelsware war mit dem Wein und dem Prosecco und immer Leute vorbeigekommen sind. Und die Kinder, die waren noch so klein, die haben das Konzept von Verkaufen nicht verstanden, sondern die haben dann gedacht, die Leute nehmen jetzt was mit und waren halt zum Teil überhaupt nicht mit einverstanden, wenn Leute den Wein und den Prosecco mitgenommen haben. Das ist ganz toll. Also ich bin da ganz, ganz glücklich drüber, dass so weitergeht. Also meine Eltern und auch mein Bruder, die Tochter von meinem Bruder, meine Töchter. Also es ist einfach schön, dass so viele Leute mitmachen. Natürlich haben wir jetzt auch, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, richtiges Personal, weil wir haben ja den ganzen Sommer geöffnet, also von April bis Anfang April bis Ende Oktober. Allerdings, wenn es Kippenburgfest ist, machen wir eine kleine Betriebspause. Aber da kommen natürlich einiges an Hunderten von Arbeitsstunden zusammen. Und trotzdem ist es uns aber gelungen, glaube ich, diese familiäre Atmosphäre zu erhalten. Mit deinem Bruder hast du jetzt auch noch eine neue Herausforderung angenommen. Die ist gar nicht so weit von hier entfernt, mitten im Herzen der Stadt, Stichwort Stiftsberg. Die Terrassen waren, glaube ich, 60 oder 70 Jahre ohne Bewirtschaftung, waren sich selbst überlassen und sollen jetzt doch wieder einer neuen Aufgabe zugeführt werden. Ja, dieses Gelände befindet sich quasi unterhalb der Stiftskirche. Oberhalb des Lörgrabens. Oberhalb des Lörgrabens, genau. Also die ganze Altstadt, man muss sich das ja so vorstellen, dass quasi das Uraschaffenburg, also Stiftskirche und dann oben Metzgergasse, diese Geschichten. Also es ist quasi ein großer Hügel in dieser Mainschleife und das ist eigentlich das Ur-Ur-Aschaffenburg. Deswegen hat mich dieses historische Gelände auch von Anfang an total fasziniert und total interessiert. Es ist tatsächlich ein Stück Ur-Aschaffenburg, tatsächlich ganz historisches Gelände. Es ist sehr steil, deswegen war es früher der Weinberg von den Stiftspfarrern. Jetzt kommt unsere Katze, na Mizi. Ja, die Mizi ist ganz fleißig hier am Mäusefangen, weil du kannst dir vorstellen, hier gibt es Mäuse, Paradies, Trauben, dann haben wir diese Natursteinmauern und die ist also schwer beschäftigt den ganzen Tag. Ist sie allein im Einsatz? Nein, wir haben ja noch diesen kleinen Terrier. Er ist eigentlich der Hauptmausbeauftragte, sie ist die Zweitmausbeauftragte, aber ich glaube, jetzt inzwischen sind sie gleichberechtigt. Wobei der Chewy natürlich auch für Erdarbeiten zuständig ist. Die arbeiten manchmal tatsächlich zusammen. Wir haben ja noch einen dritten Vierbeiner hier, den Alonso. Das ist so ein Riesenhund, so ein Schwarz-Weißer. Und wenn die zu dritt zusammenarbeiten, dann ist die Arbeitsteilung so, der Chewy kriegt ein Loch. Der Alonso beobachtet? Nein, der Alonso beobachtet das Ganze und im passenden Moment tut er mit seinen Riesentatzen, tut den Aushub zur Seite arbeiten. Die Katze sitzt da und wartet, bis die Maus kommt. Das nennt man Arbeitsteilung. Genau. Das ist wirklich super, dass die drei das so schön zusammen machen. Aber mit deinem Bruder wird die Arbeitsteilung am Stiftsberg anders aussehen. Mit meinem Bruder sieht die Arbeitsteilung am Stiftsberg ein bisschen anders aus. Ja. Ja, wobei, also mein Bruder ist natürlich derjenige, der jetzt in der Lage ist, diesen extra von uns angeschafften Rasenmäher, diese Terrassen irgendwie hoch zu wuchten. Ich frage mich immer, wie die das machen zu zweit. Ich habe mich so ein bisschen um das Konzept auch gekümmert. Es ging ja dabei da auch erstmal darum, irgendwie rauszufinden, was das ist das überhaupt für ein Gelände, was hat das für eine Geschichte, wie hängt das alles zusammen. Dann ging es auch darum, um diese ganze Kommunikation mit der Stadt, die ich auch hauptsächlich mich drum gekümmert habe. Also diese Sachen kümmere ich mich so ein bisschen mehr drum. Mein Bruder ist mehr an der praktischen Front auch da unterwegs. Wir haben jetzt in den letzten 2 Jahren da mehrere hundert Stunden Arbeit, glaube ich, schon reingesteckt, um dass es jetzt so ist, wie es jetzt da liegt. Wir mussten uns eigentlich das Gelände erstmal so ein bisschen erobern. Das heißt, dass natürlich in der Erde unheimlich viel Wurzeln, unheimlich viel Zeug irgendwie drin war, was raus musste. Also so, wie wir das erste Mal reingegangen sind,
war es so, man hätte dort nicht mit dem Rasenmäher langfahren können. Jetzt ist es so, dass man quasi dort tatsächlich einfach mähen kann. Also jetzt ist es dort eine Wiese, die gemäht werden kann, aber wir haben es irgendwie relativ gut in den Griff gekriegt und haben jetzt eigentlich, ich vergleiche das gerne mit dem weißen Blatt. Also inzwischen, jetzt ist der Zustand von dem Gelände, ist jetzt eigentlich wie so ein weißes Blatt, wo man jetzt anfangen kann, drauf zu zeichnen, um in dem Bild drinne zu bleiben. Und welche Rebsorten sollen dort gepflanzt werden? Ich habe ja vorhin gesagt, es gibt hier diesen Pinotin in Rot, also das Neueste vom Neuesten der Forschung entsprechend quasi in Rot. Und an dem Stiftsberg wollen wir eine Sorte anpflanzen, die hat den wohlklingenden Namen CAL46. Oh, klingt nach Pflanzengift. Nein, das ist eine Rebsorte, also die da an Stiftsberg perfekt einfach hinpasst, weil bei der Auswahl von Rebsorten geht es natürlich auch mal darum, welche Ausrichtung hat das Gelände. Der Stiftsberg hat jetzt eine Südwest-Ausrichtung, also Süd-Südwest-Ausrichtung. Das heißt, dass man da eigentlich sehr frei ist noch in dem, was man aussuchen kann, weil das quasi Premium-Lage ist. Also der Gudelsberg ist komplett Süd und das ist quasi so ein ganz bisschen gedreht, hat also auch den ganzen Tag Sonne da. Wie gesagt, wurde ja auch schon von den Stiftsfahrern über Jahrhunderte als Weinberg benutzt, aus dem Grund, dass es einfach dafür geeignet ist, dort Wein anzupflanzen. CAL46 ist eine Traube, die jetzt von der Ausrichtung des Grundstücks, von der Bodenbeschaffenheit des Grundstücks perfekt dahin passt und die unheimlich schön noch aussieht, weil die Trauben werden, wenn sie reif werden, so leicht rosa. Also es wird so ein ganz heller Roséwein werden. Wann rechnet ihr dann mit der ersten Ernte? Kann man schwierig voraussagen. Also wir wollten eigentlich jetzt in diesem Jahr im Herbst die Drahtanlage dort anfangen reinzubauen, nächstes Frühjahr pflanzen. Ich hoffe, dass wir diesen Zeitplan halten können. Also ich denke mal, realistisch können wir wahrscheinlich 2024 hier zusammensitzen und ein Glas Stiftsbergwein trinken. Das machen wir sehr gerne. Ja. Vorerst trinken wir hoffentlich dann nochmal ein Glas Godelsbergwein. Du hast vorhin schon gesagt, dass die Ernte wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich sehr gut ausfallen wird. An was kannst du das momentan schon festmachen? Der Winzer an sich ist sehr glücklich, wenn die Nächte im September richtig kalt sind. Also es darf natürlich nicht unter 0 drunter gehen, aber wenn es unter 10 Grad geht, also da ist der Winzer so richtig happy, weil natürlich es jetzt darum geht, eine möglichst gute Qualität rauszuholen. Das bedeutet, die Trauben sollen richtig, richtig schön reif werden und dabei gesund bleiben. Das bedeutet, es soll sonnig sein, es soll trocken sein, aber auch nicht zu trocken. Es soll nachts schön kalt sein. Und ja, also jede Sonnenstunde zählt. Die Qualität der Trauben wird gemessen in Grad Öxle. Wir werden dieses Jahr, so wie es aussieht, das erste Mal tatsächlich den ganzen Weinberg mit einer Kabinettqualität ernten können. Das musst du uns noch kurz erklären, welche Unterschiede es da gibt. Also es ist folgendermaßen. Normalerweise findet die Weinernte bei uns eigentlich immer am 2. Septemberwochenende statt. Jetzt haben wir beschlossen, wir ernten dieses Jahr ein Wochenende später, weil die Trauben einfach noch so schön gesund sind und die Traubenhülle auch schön dick ist und alles, dass man die Trauben jetzt quasi gut noch mit gutem Gewissen noch eine Woche hängen lassen kann. Und das bedeutet, dass quasi die Trauben noch reifer werden, was wiederum bedeutet, dass die Photosynthese die Sonnenstrahlen, ganz vereinfacht ausgedrückt, in Zucker umbaut. Und dieser Zucker wird ja später vergoren zu Alkohol und Aroma. Und diese Weinklassen geht los. Also man kann ja zum Beispiel kaufen im Supermarkt Tafelwein. Sowas stellen wir jetzt hier nicht her, sondern wir stellen her QBAs normalerweise. Und Kabinettweine, wenn es gut läuft. QBA, das bedeutet Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete. QBA bedeutet Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete. Das bedeutet, das ist ein Frankenwein auf jeden Fall. Das bedeutet, die Trauben sind auf jeden Fall voll reif und gesund und haben den typischen Geschmack auch. Also diese Qualitätsweinprüfung, die ein Wein durchläuft, um ein QBA zu werden, da geht es sowohl um eine
chemische Prüfung als um eine sensorische Prüfung. Chemische Prüfung, da wird sehr genau geguckt, dass keine Rückstände von irgendwas in dem Wein drin ist, dass überhaupt nichts in dem Wein drin ist, was da nicht hingehört. Also es gibt ja die wildesten Geschichten, das ist zum Glück alles schon ziemlich lange her, von Frostschutzmitteln und irgendwelchem anderen Zeug, was Wein zugesetzt wurde. Also es gibt einmal diese chemische Prüfung, da wird einfach geguckt, ist der Wein sauber? Ist in dem Wein tatsächlich nur Traube drin? Ja, oder irgendwas anderes. Und dann findet eine sensorische Prüfung noch statt, wo eben natürlich auch jeder Wein ja für ein bestimmtes Geschmacksspektrum steht. Ne? Und man, auch wenn man, ich mir jetzt einen Bacchus bestelle, wenn ich mir jetzt einen Riesling bestelle, wenn ich mir jetzt einen Silvaner bestelle, dann erwarte ich ja einen bestimmten Geschmack, ein bestimmtes, also sortentypisches Aroma, nennt man das. Und da wird einfach geguckt, hat der Wein dieses sortentypische Aroma und ist dann dieses sortentypische Aroma tatsächlich auch sauber oder ist in diesem, sind da Missklänge, Missgeschmäcker zu finden von vielleicht nicht ganz gesunden Trauben, die eben mit in das Lesegut reingewandert sind. Mhm. Wie zum Beispiel Oidium oder solche Sachen. Weil man kann natürlich auch Trauben, die krank sind, auch verkältern. Aber wie gesagt, das hat dann halt so einen Geschmack. Also ein ganz gefürchteter Nebengeschmack heißt Uta. Das ist untypisches Altersaroma irgendwas. Solche Weine kriegt man nicht durch die Qualitätsweinprüfung durch. Mhm. Finde ich auch gut, dass das so ist. Weil es ist tatsächlich so, wenn jemand einen QBA kauft, dann weiß er kriegt einen guten Wein der Sorten aus gesunden Trauben, ohne irgendwelche Rückstände, ohne irgendwelche Beimischungen, den er wirklich bedenkenlos genießen kann und weiß auch, was er bekommt. Was wäre das Schlimmste, was jetzt noch zu der Zeit kurz vor der Ernte passieren könnte? Oh nein, ich möchte es gar nicht sagen eigentlich. Also es ist uns nämlich passiert tatsächlich 2018 mit unserem wunderbaren Pinotin, wo wir so stolz waren auf unsere ersten wunderbaren schönen Pinotintrauben und dann auch gesagt haben, wir lassen sie noch ein bisschen hängen. Jeder erinnert sich, der Sommer 2018 war sehr warm, sehr sonnig. Und wir waren irgendwie so total glücklich mit unseren Pinotintrauben und haben gedacht, ja, so viel ist es nicht, aber es wird super werden. Und haben dann auch schon mal den Weißwein abgeerntet und haben gesagt, naja gut, aber also wir gönnen jetzt quasi dem Pinotin noch diese letzte Woche Sonne. Und dann gibt es ein Tier, das ist der absolute Albtraum jeder Winzer. Und das hat auch damals, also auch wirklich große Lagen, auch am Bischofsberg unten, also völlig unvorbereitet getroffen. Und zwar ist es die Drosophila Suzuki, ist der Name dieses Tieres. Und die Drosophila Suzuki ist so richtig, so richtig ekliges Teil. Also richtig gemein. Das ist quasi eine Fruchtfliege, die einen gesunden, erntefertigen Rotweinweinberg, also zum Glück mag die Drosophila Suzuki nur Rotweintrauben, sie mag nur Rotweintrauben, weil sie mag gerne vollreife rote Früchte. Das mag sie gerne und sie kann dann tatsächlich auch großflächig einen gesunden, wunderbaren, erntefertigen Rotweinweinberg innerhalb von 3 bis 4 Tagen, spätestens in der Woche, in so eine geisterbahnmäßige Kulisse verwandeln, wo Trauben hängen, die schrumpelig sind, aus denen irgendwie der leicht stinkende Saft irgendwie auf den Boden tropft. Also es ist so, dass es dann gar nicht mehr lohnt, sich das zu ernten. Das heißt, das hat für euch zum Verlust der kompletten Ernte 2018 geführt, was den Pinotin betrifft. Ja, das hat uns tatsächlich, das Drosophila Suzuki-Schicksal hat uns ereilt. Ja. Und es hat richtig wehgetan, es war richtig böse und es war richtig traurig und wir waren echt total unglücklich und sind da davor gestanden und haben auch irgendwie noch so gedacht, es kann doch nicht sein, dass man gar nichts hier mehr zu retten ist. Ein Eimer wenigstens, bitte. Und es war aber einfach nur noch ein Matschhaufen, ein triefender
innerhalb von einer Woche und da gehen wir dieses Jahr nicht davon aus. Nein, ich möchte es auch gerade mal die Gelegenheit mal nutzen, damit aufzuräumen mit dieser verbreiteten Meinung, dass die Winzer irgendwie die Gewinner des Klimawandels sein könnten. Es gibt keine Gewinner des Klimawandels. Niemand wird gewinnen durch den Klimawandel. Auch nicht die Winzer. Das ist eine pure Erfindung. Das ist totaler Quatsch. Unsere Reben waren 2018 und 2019 schon echt richtig gestresst. Also zusätzliche Bewässerung ist hier kein Thema. Nein. Also zusätzliche Bewässerung ist hier, machen wir auf, also wollen wir nicht machen. Dadurch, dass die Reben jetzt auch so alt sind und deswegen so tief wurzeln. Und Pinotin haben wir am Anfang halt mit dem Gartenschlauch gegossen. Und ich meine hier jetzt die Weinreben, die wurzeln ja bis zu 50 Meter tief. Also da muss schon echt was passieren, wie halt so ein Horrorjahr. Unterfranken ist ja Klimawandel Hotspot. Also wenn wir so weitermachen, dann wird das hier quasi sowas so sein wie so Halbwüste in 50 Jahren. Ich hoffe wirklich sehr, dass wir das verhindern können und dass endlich die Politik irgendwie beherzt mal vorgeht und Maßnahmen ergreift, dieser Sache irgendwie gerecht zu werden und irgendwie der Verantwortung, die wir haben, halbwegs wenigstens gerecht zu werden, weil ich sehe das im Moment leider überhaupt nicht. Die ganze Zeit steht hier auch schon zwischen uns ein kleines grünes Kästchen mit einem geheimen Inhalt. Falls man es hört, sind da drin tatsächlich Fragen. Du dürfst jetzt drei davon ziehen und durch die Antwort werden wir dich ein bisschen besser kennenlernen. Okay, also Frage Nummer 1. Meine Lieblingsjahreszeit ist Frühling, Sommer, Herbst, Winter, weil ich dann in Aschaffenburg. Das ist jetzt eine für mich echt schwierige Frage, weil für mich sind eigentlich alle Jahreszeiten meine Lieblingsjahreszeiten. Also ich glaube, ich liebe am meisten diesen Vorfrühling. So März, eigentlich im März. Ich liebe am meisten die ersten warmen, sonnigen Tage. Speziell dann hier im Weinberg oder Ja, speziell dann hier im Weinberg und hier im Wald, weil wir haben ja wie gesagt diese beiden Hunde. Und ich bin viel hier im Wald unterwegs und bin viel auch da in der Fasanerie unterwegs und gehe sehr viel spazieren. Ich liebe das einfach, wenn der Wald wieder zum Leben erwacht. Kaum zu glauben, aber in Aschaffenburg fehlt, ja, im Moment leider Kultur. Das ist das, was uns in Aschaffenburg im Moment echt total fehlt. Und ich hoffe so sehr für alle Kulturschaffenden, dass es bald wieder weitergeht. Aber im Moment fehlt uns in Aschaffenburg am allermeisten Kultur. Das ist Genuss für mich. Die perfekte Frage an die Winzerin. Für mich ist Genuss Zeit haben. Mit meinen Töchtern zusammen, mit meiner Familie zusammen Zeit haben. Das ist kommt auch der Moment, in dem du dann einfach mal ein Glas Wein genießen kannst? Ja, für mich ist überhaupt Aschaffenburg ist für mich an sich Genuss, weil wir hier so viele tolle Produkte haben. Von Fisch, von Käse, Milch, es gibt wunderbares Bier. Ich bin jetzt zwar nicht so ein Biertrinker, aber es gibt tolle Wein. Und ich finde, die Aschaffenburger sind auch Genussmenschen. Also Aschaffenburg ist für mich eigentlich so ein bisschen Synonym überhaupt für Genuss. Schöner hätten wir dieses Gespräch, glaube ich, nicht beenden können, liebe Katrin. Ich danke dir vielmals. Dankeschön.